Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks Blitz, Folge 105. Ja, ihr seht, ich habe die Su-76i aus diesem tollen Event April-Reserven, das endlich auch mal ein Event ist, was mal wieder schaffbar ist. Ich habe hier schon noch die zweite Reihe Module alle eingebaut. Bevor es losgeht, erst einmal ein paar Sachen zum kommenden Update 4.9. Also, es gibt neue Tarnungen. Neue Tarnungen, die, ach, scroll runter. Die sogar ausnahmsweise mal nicht aussehen wie der Unfall eines Smaller Lehrlings. Ich finde, die sehen sogar ganz passabel aus, auch wenn ich mir sie natürlich nicht holen werde, aber die sehen okay aus. Dann, der 121, der 121B wurde gebufft. AMX-50B, AMX-25, IS-3 Defender, Predator, Walker Bulldog, Stritzwagen und T-37 kriegen größere Munitionskapazitäten. Stura Emil und LV auch. Ja, wie gesagt, die Geschütze von 121 und 121B wurden gebufft. T-10E3, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum Wargame das gemacht hat, aber der hat jetzt als Höchstgeschwindigkeit nicht mehr 24, sondern 35 Sachen. Ich finde, das ist schon eine erhebliche Steigerung. Ich weiß nicht warum, aber ich habe nichts dagegen, ich fahre den ja. Die Grille wurde gebufft, yay, sie erfasst das Ziel ein bisschen schneller. Der RV schießt schneller, der Centurion 7.1 schießt schneller, Rheinmetall wurde gebufft, Ferdinand schießt jetzt auch ein bisschen schneller. Und ja. Dann, es gibt neue chinesische Panzer, yay, auf die ich gar keinen Bock habe. Jade, jade, jade. So, hier genau. Gehen, glaube ich, vom Type 58 aus. Der IS-2, ist ein bisschen schlechterer IS-2 als der sowjetische. Dann der WZ-110, WZ-111, Model 1 bis 4. Und als Tier-10 der WZ-113. Wird schon halt. Ich habe schon hier viele Diskussionen darüber gesehen, ob der mit dem IS-4 vergleichbar ist. Ich weiß davon nichts, deswegen halte ich mich da jetzt mit Kommentaren mal zurück. Und die Besatzungsfertigkeit schnelle Eroberung wird eingeführt, dass die Basiseroberung 1-7% schneller geht, abhängig von der Fahrzeugstufe. Und natürlich geplante Wartung am 25. April, also das wäre morgen, dann sind die Server dafür ein paar Stunden wieder runter. Sehr geehrte Spielerinnen und Spieler, Wargaming, es gibt das generische Maskulinum. Spieler spricht sowohl Männer als auch Frauen an. Ja, hier Europa vom 1 Uhr nachts bis 4 Uhr, also für 3 Stunden oder 1 Uhr, 2 Uhr. Von 1 bis 4 Uhr sind die dann nicht erreichbar. Soweit das Update 4.9. Su-76i, es ist ein sowjetisches Projekt, da haben die, glaube ich, aus dem Panzer 3 und ein Stuck Chassis irgendwie sowas. Haben die einen eigenen Jagdpanzer rausgebaut. Wandpanzerung 60 mm auf Tier 3, also sehr schwer zu knacken. Lustigerweise am Heck besser gepanzert als an der Seite. Hat sehr guten Schaden. Von bis 160 mit AP, 120, 100, bis zu 200 mit HE. Schießt langsam, ist dafür aber auch ziemlich schnell, schwer gepanzert. Und ja, Durchschlag ist auch gut, deswegen habe ich jetzt erstmal kein APCR dabei. Sollte sich das jetzt hier so sehr gravierend schlecht rausstellen, dass man zum Beispiel bei einer Mathilde überhaupt nicht durchkommt, wäre ich vielleicht auch noch APCR mitnehmen, aber ich meine, das Ding hat, wo steht es? 86 mm Durchschlag mit AP, ich kann nochmal gucken bei der Mathilde. Wo bist du? Da bist du. Die hat 75, das passt. Ne? Man schafft die selbst frontal. Oder seitlich und Heck erst recht. So, wie ihr seht, null Erfahrung. Ich bin das noch nie gefahren. Tier 3, das ist schon mal schön. Ich bin die Einzige. Es wundert mich auch ehrlich gesagt, dass ich bislang so wenig Su-76i gesehen habe. Aber gut. Boah. Mobilität hatte ich jetzt ein bisschen besser erwartet, aber sie ist okay. Geschwindigkeit, 30 Sachen, schafft sie. Na, wo lang denn jetzt, Kinderchen? Na, ich fahr mal mit hier lang. Also die Wendegeschwindigkeit, die ist schon mal schön. Vor allem, wenn man fährt. 12,3 Sekunden Nachladezeit. Akzeptabel, denke ich. Auch das Einzige, was die Su-76i so ein bisschen bändigt. Weil als ich sie nämlich das erstmal gesehen habe, die war OP. Die war ein Bunker, wirklich. Da bist du jetzt in die Gegner reingefahren, oder ich habe das so gesehen, und keiner konnte die durchschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Su-76i als OP bezeichnen kann, aber auf jeden Fall ist sie extrem kampfstark. Das kann man, glaube ich. Hallo. Schaden, sehr schön. Erster Schuss HE-Penetration, so habe ich das gern.
Wobei es auch ein durchaus riskanter Angriff war, denn der Marder ist ein Panzer, der die Su-76i durchaus durchschlagen kann. Und nochmal hier 184 Schaden. Also HE mitzunehmen lohnt sich definitiv. Na, hält der BT an? Nein, bedauerlicherweise nicht. Da ist die T-46-Geschichte. Allerdings gleichen die Gegner immer wieder aus. Okay, jetzt hören wir wieder. Wieder runter. Der BT peilt ab. 203 Schaden. Sehr schön. Und bislang alles, was ich gekriegt habe, Abpraller. Su-76i auf jeden Fall fürs erste ein toller Panzer und ich hätte vorfahren sollen. Dann wollen wir mal. Husser, ja, den Berg runter. Hallo. Erledigt. Jetzt machen wir Jagd auf den BT. Ich weiß nicht, was für Munition alles war. Das Geräusch, das klang mir so ein bisschen nach Heat, aber das Ding kann da kein Heat schießen. Zumindest gucke ich gleich mal nach, was für Geschütze der Genie zur Verfügung hat. Hat auch einen Schaden von... Och Mann, Genie, du bist doof. Ah! Blöd. Blöd. Schön. Die hätte ich gerne noch gehabt, trotzdem zwei Abschüsse sind auch nicht schlecht. Die Su-76i ist zumindest auf Tier 3 ein fantastischer Panzer. Das lässt sich jetzt schon mal ganz klar sagen. Klasse 3, fast 1000 Schaden. Ja. 100% Trefferquote, für mich das Wichtigste. Ach ja, genau, Genie. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Da bist du. Okay. Nein, das war's nicht. Doch, tatsächlich. Der kann Heat schießen. Das passt sogar ziemlich gut. 55 Durchschlagskraft mit dem und 78 Schaden mit. Doch, das war dann anscheinend doch tatsächlich Heat. Aber auch mit dem 55mm Durchschlag kommt er bei mir zumindest frontal nicht durch. Yippie, hurra, gleich nochmal. Wieder Tier 3, Festung der Verzweiflung. Okay, BT-7, Marder 2, Panzer 3A, Panzer 4A. Oh, eine andere Su-76i. HMS Idiot. Wow. Okay, ein würdiger Gegner, denn der kann mich auch durchschlagen und ist ebenso gut gepanzert. Der Marder kann mich auch schaffen. Das ist für den jetzt nicht das große Problem, wenn er gut zielt. Aber er hat eben keine Panzerung. Oder zumindest kaum. Bei der Su-76i sieht das schon anders aus. Ich vermute mal, der hat die auch aus dem Event. Ich bin ja mal gespannt auf den 8. Mai. Da können sich die ganzen Russen ja wieder einen drauf runterholen. Auf den Tag der Befreiung des Faschismus. Auf den Tag der Befreiung vom Faschismus. Der 8. Mai hat ja die deutsche Wehrmacht kapituliert. Um den Tag oder ungefähr so um den Tag rum. Das wird wahrscheinlich wieder Events und Rabatte und Boni hageln. Oh, fuck. Ich hoffe, dann kommt da auch mal... Was? Oh nein, das musst du mal hinkriegen. Okay. Da wird wahrscheinlich wieder viele Rabatte kommen und so weiter. Nochmal HE. Mano. Ich hoffe, dann werden sie auch endlich mal den Rabatt für den Jagdtiger 8,8mm darauf bringen. Ich will den nämlich unbedingt haben. Und hoffentlich kann ich mir mit dem Rabatt das Ding dann auch leisten. Aktuell habe ich ja 7.190 Gold. Das Ding kostet, glaube ich, 7.400, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, shit. Glück gehabt. Durchschlag. Oh, fuck. Nur gekettet, Glück gehabt. Zack. Der BT kann mich mal, denn ich werde dem Marder garantiert nicht den Rücken zeigen. Hallo.
219 Schaden. Sehr schön. Na, bleibst du wohl hier. So. Jetzt fehlt nur noch der BT. Aber ich weiß, um nochmal auf den Jagdtiger 8,8 Meter drauf zu kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Geschütz ich da nehmen soll. Er hat ja einerseits die historische 8,8 cm KVK 43, Pack 43 L70 drauf, also die eigentlich die Waffe des Jagdpanzer 5 Jagdpanther. Aber Menno. Aber er hat ja auch jetzt eine 10,5er, genau, eine 10,5er zur Verfügung gestellt, die mehr Schaden macht, weil der Durchschlag ein bisschen langsamer schießt. Ah, zwei Fische, das ist ärgerlich. Wenn es unter euch welche gibt, die mit dem Ding Erfahrung haben, sag mir mal, was soll ich, schon wieder der HMS Idiot, was soll ich dann eher nehmen? Die 10,5er oder die 8,8er? Also, ich würde eher aktuell eher zur 8,8er tendieren, weil auf die 8 ist der Durchschlag der 8,8er genug. Und sie schießt vor allem schön schnell. Das reizt mich an der so. Andererseits die 10,5er mit mehr Durchschlag und ein bisschen mehr Schaden ist natürlich, hat natürlich auch so ihre Reize. Also wenn da jemand einen Tipp hat, möge er mir den bitte mitteilen. So, ich muss schon mal jetzt mal gucken, wie weit kriegt die Su-76 das Geschütz runter? Kaum, das ist da blöd, das ist da oben natürlich blöd, aber ich kenne mich jetzt auch ein bisschen blöd vor, hier zu campen. Halt still, Panzer 4A. Oh, 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 oh. Das stinkt nach Gold. Das muss Gold gewesen sein. Verdammt. Es erinnert mich so irgendwie. Jawohl. Das erinnert mich so irgendwie an die Su-22-54. An diese ganze Reihe. Die kriegt das Geschütz ja auch nicht runter. Pass auf, Panzer 38, bist du wahnsinnig. Jawohl. Ein gefährlicher Gegner ist ausgeschaltet, aber da hinten steht immer noch der Medium 2. Und jetzt, wo ich weiß, dass es Clanspieler, dass der APCR schießt, nehme ich mal an. Und vor allem auch, dass er gut schießt. Habe ich doch jetzt eine ziemliche Menge Respekt vor dem. Ich kann was versuchen. Und Daumen drücken. Jawohl. Jetzt wäre ich schon mal hier oben. Jetzt kann ich von hier aus versuchen, den Panzer 4A außer Gefecht zu setzen. Gelungen. Er leckt das Spiel gerade oder was macht er da? Aber nee, mein Ping ist okay. Erledigt. Was hat er da hinten gemacht? Gut. Panzer 2. T2 Medium. Die stehen alle noch irgendwie rum. Versuch's nur, Kleiner. Damit! Au. Ah, ärgerlich. Jetzt sammle ich doch auf dem Ding Fehlschüsse wie sonst was. Die wollen alle nicht. Na, wer kann es ihnen verübeln? Drauf. Das ist gut, ich kann ihnen selbst die Seite zeigen und die kommen nicht durch. Der hat auch keine Chance. Hallo Light. Dich kann ich auch nicht ernst nehmen, du hast noch nicht mal APCR. Nein! Mein Kill! Ja. Nein! Du Bastard! Oh, da war ich zu unvorsichtig. Nein! Das hätte eine 7-Kill-Runde werden können. Ach Gott, verdammte Scheiße. Jetzt müssen wir uns tatsächlich auf einen Professor Chicken verlassen, dass er recht. Na, ganz vergessen. Oh, das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Da war ich zu unvorsichtig.
Da habe ich den Gegner ganz natürlich unterschätzt. Ich dachte, ich hätte nicht damit gedacht, dass der jetzt mal APC erschießt. Ah, Mann. Aber ich meine, vorhin ist er ja auch abgeprallt. Wie vorhin ist er ja auch abgeprallt. Hat er da noch AP geschossen? Muss er ja. Ach Gott, das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich. Da würde ich ja. Ja, das ist wirklich extrem ärgerlich. Campen das Arschloch. Nochmal, ein letztes Mal noch. Nochmal Tier 3. Moment mal. Die gegnerische Su-76i bei dem Namen. Da klingelt was. Ich meine, der ist in meiner. Der, zumindest war er in meiner Freundesliste. Ich weiß nicht mehr, ob er es noch ist. Nur fahre ich jetzt einfach noch einfach jetzt hier lang. Ich habe nämlich jetzt nicht so großen Bock, mich da hinten noch mit hinzugehen. Wo die sich alle verstecken können. Hinter den ganzen Rohren und Felsen. Und da kriege ich auch, glaube ich, Probleme mit meinem negativen Geschützrichtwert. Deswegen, ich habe ja die Panzerung, fahre ich jetzt mal hier rechts lang. Wenn die nachher drüben aufgeklärt werden, kann ich von ihrer Scharfschützen spielen. Wenn nicht, kann ich auch nur flankieren. Es sei denn, da ist diese Su-76i. Auf, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Das wäre das. Scheut! Letzte Chance! Yes! Gott sei Dank! Puh. Okay. Das war risikoreicher, als ich gedacht hätte. Wahrscheinlich schießt der jetzt auch wieder ABCR. Nein, Gott sei Dank, er ist gnädig. Okay. Das war sehr risikoreich. Ich habe so eine BT-7-Artillerie. Wenn die HE spammt, was man ihr nicht mal verübeln könnte, alles andere wäre auch einfach ineffektiv. Dann wird's nun. Oh. Hallo. Ich bleib den Rest des Gefechts mal eher passiv. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich überschätze die I auch ein bisschen. So, lieber AP. Hohoho, Alter! Glück muss man haben. Ach, scheiße. Ah, da kann ich dem RNG eigentlich nur danken, dass er mir noch dieses eine Leben gelassen hat. Egal, BT-7-Artillerie ausgeschaltet. Das sieht eigentlich ganz solide aus. Ja, aber ansonsten. Ja, ich warte noch immer auf das Gefechtsergebnis und danach würde ich die Folge auch beenden. Mit der Grille habe ich auch letztes Jahr wieder versucht, Panzer zu kriegen. Es ist nicht hinzukriegen. Ich krieg's aber nicht hin. Ach, Moment. Ja, ein Sieg, sehr schön. 11.000 plus, ich will mal hier gucken. Ja, von Freunden entfernt, das ist meine Freundesliste. Dann. Gruß an dich, solltest du dieses Video sehen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Su-76i haltet, ob ihr sie habt, ob ihr sie euch holen werdet, was uns eure so Erfahrungen mit ihr sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich mit World of Tanks Blitz. Und bis dann, euer Grauschreibpummelkreller.